Moin und willkommen zurück zu Satisfactory im Update 8 und ihr seht es da unten schon überall. Die Geschenke sind vom Himmel gefallen, das heißt, das Weihnachtsevent hat begonnen. Ich muss sagen, ich habe ziemlich Bock drauf. Es ist mal was anderes, wir stellen keine Eisenplatten, Eisenstangen und so weiter her, sondern Weihnachtskugeln, Zuckerstangen und ganz wichtig, explodierende Schneebälle. Das wird mal was anderes auf jeden Fall, meine Abwechslung. Eigentlich ganz cool übrigens. Man kann das ausschalten, dass die von Himmel fallen. Das Event geht bis Anfang Januar ungefähr. Im Hauptmenü kann man das ändern, dass die saisonalen Events aus sind. Die Frage ist dann bloß, ist das komplette Event aus oder fallen bloß die Geschenke nicht mehr vom Himmel? Wenn bloß die Geschenke nicht mehr vom Himmel fallen, überlege ich mir das, weil es kann tatsächlich irgendwann nervig sein. Wir werden die Geschenke jetzt am Anfang echt oft brauchen, weil das Material der Dinge ist, die wir brauchen. Allerdings automatisieren wir das irgendwann und dann, wenn immer noch die Geschenke vom Himmel fallen, ist es natürlich ein bisschen, ja, kann nervig werden, sagen wir es mal so. Wenn aber das komplette Event weg ist, macht es keinen Sinn, dann müssen wir es anlassen. Genau, gut, was haben wir hier? Im Hub haben wir jetzt den Adventskalender, der schaut übrigens anders aus wie letztes Jahr. Ich habe jetzt schon mal geschaut, hier oben ist die 1. Hier unten kann man jetzt neuerdings, wenn man die Zahlen nicht mehr findet, weil die sind echt gut versteckt, bei mir blinkt es jetzt bloß so, weil ich schon gefunden habe. Kann man jetzt hier unten die Nummer eingeben und dann wird es so hervorgehoben. Hätte ich mich letztes Jahr schon gefreut darüber, aber naja. Gut, wir machen mal die 1 auf. Da sind 100 Geschenke drin, die nehmen wir gleich mal mit. Die werden wir am Anfang wirklich brauchen. Wir müssen die alle einsammeln. Ne, alle nicht, aber einige einsammeln, weil damit füttern wir unsere Anlagen. Und dann kommen wir zum, ja, eigentlich Wichtigen. Und wir haben hier jetzt unten noch den Forschungsbaum von dem Event. Wir fangen hier ganz normal an mit 100 Geschenken, schalten wir den Baum frei und das erste Produkt. Ja, wenn man so will, ist eigentlich das Ziel der Dinge, den Baum komplett zu schmücken in dem Event. Wir können den jetzt dann bald, jetzt noch nicht, da brauchen wir auch noch die ganzen Zweige dazu. Aber wenn wir den jetzt hinstellen, ist der am Anfang erstmal noch ziemlich kahl und ekelhaft. Und umso weiter wir da forschen, umso ja, beschmückter ist der. Und ja, eigentlich kann man sagen, ist das Ziel, dass wir den Baum richtig geil machen. Genau, gut. Ich würde sagen, wir starten das ganze Event hinten in der Felswüste. Da haben wir auch Platz. Machen wir das mal alles ein bisschen größer, dass da wirklich ordentlich was läuft. Und genau, ich würde sagen, wir sehen uns gleich vor Ort. Gut, da bin ich. Angekommen in der Felswüste, ich habe alles dabei, Strom ist auch dabei, es ist sogar wunderschön dekoriert. Kann man übrigens, wem das dauerhaft gefallen würde, kann man das auch machen. Muss man, glaube ich, die Grenze bloß selber herstellen, werden wir eh noch alles machen müssen. Also, der Plan wird für heute sein, dass wir jetzt hier erstmal ein bisschen das Gebiet erschließen. Ich sammle mal die Geschenke ein. 15 Stück, wunderbar. Und vor allem, dass ich nicht alle futzlang zurückgehen muss, machen wir da hinten eine kleine improvisierte Betonanlagenfabrik. Ich glaube, mit Alternativrezept vielleicht sogar. Aber sonst muss ich jedes Mal zurück. Die Frage ist, wo beginnt jetzt das Weihnachtsdorf? Dass ich das gleich ein bisschen abgrenze. Und dann sagen wir es einfach mal, wir fangen einfach an. Dann markiere ich mir das auch gleich. Alles nämlich schön weihnachtlich. Genau, und hier drauf stellen wir die ganzen Anlagen. So. Das wird natürlich ganz groß, klar. Das will ich auch dieses Mal richtig schön bauen. Wir werden sehen, am Ende schaut es eh wieder aus wie ein Unfall. Das finde ich ein bisschen schade. Wenn ich das eingefärbt markiere, dann soll es auch eingefärbt übernommen werden. Das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt sage, ich kann hier oben die Foundations-Farbe ändern. Wenn ich das allerdings mache, dann zählt das für alle. Dann ist meine komplette Fabrik rot. Das will ich nicht. Das heißt, ich muss das irgendwie mit der Hand machen. Richtig? Farbfeld 1. Es geht relativ schnell. Wenn man es gleich macht, geht's. Gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt halt gar nicht so lange rum hier. Wir legen hier ein bisschen Foundations. Schauen, dass die erste Anlage so halbwegs läuft. Das wird dann nochmal umgebaut. Und währenddessen schauen wir, dass Beton kommt. Weil den werde ich echt viel brauchen. Ich meine, ich könnte mir das auch mal auf den Hotkey legen.
oder auf die Leiste unten, aber es geht ja relativ schnell. Gut. Dann brauchen wir den Konstruktor. Ja, vielleicht lassen wir hier am Anfang ein bisschen mehr Platz. Aber wie schon gesagt, das machen wir eh dann nochmal anders. Die Zweige, und da brauchen wir die Geschenke, ganz genau. Ich überlege gerade, wie wir das hier machen könnten, aber ich glaube, das Problem ist halt, ich habe in der Hauptbase schon alles mit Rot gemacht. Und jetzt wäre es halt wichtig, dass ich es mit Rot mache, dann schaut das alles ziemlich gleich aus. Vielleicht nehmen wir mal diese Fensterscheibe. Doch, schaut gar nicht so schlecht aus. Lassen wir jetzt erstmal so. Und dann würde ich sagen, kommst du mal hierher. Wir werden später auch noch die ganzen Kabel mit Lichterketten schmücken. Aber, was heißt später? In ein paar Tagen. Jetzt läuft die wenigstens schon mal. Wir könnten eigentlich gleich mal gucken, dass es eingelagert wird. Aber ich würde schon sagen, dass wir hier... Ich hatte nämlich sonst immer bloß eine Anlage von denen oder zwei. Das ist natürlich giga wenig. Das ist sehr wenig. Wenn wir später die Geschenke automatisiert haben, dass wir da ordentlich was bekommen, weil sonst geht das hinten raus, wird das ein Drama. Wenn wir dann die ganzen Nobelisken herstellen. Gut, aber ich brauche jetzt eh erstmal noch ein paar Geschenke. Das heißt, ich hole mir den nochmal. Dass wir zumindest mal die 100 Geschenke haben. Das war natürlich wieder der Klassiker. Das ist schon mal sehr gut. Da hinten ist noch mal eins. Und während das jetzt dann voll läuft, beziehungsweise wenn die 102 gemacht werden, kümmern wir uns darum, dass Beton rankommt. Einfach schnell hingeklatscht ein bisschen. Nochmal 20, jetzt reicht es auf jeden Fall. Genau, ich habe mir hier das Gebiet so ausgesucht, weil wir haben hier Eisen und wir haben auch eine Nähe Kupfer. Ich glaube, wir werden es... Eisen und Kupfer brauchen für die Kugeln dann. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. So, passt. Können wir das nämlich hier schön verbinden. Und wir sollten jetzt wirklich die erste Zeit alle Geschenke mitnehmen. Wenn ich schon mal hier bin. Sammle ich die Schnecke ein. Gut, wir haben hier Kalkstein. Wir haben Wasser. Dann würde ich sagen, machen wir das Alternativrezept nasser Beton. Und ich werde übrigens in der ganzen, im ganzen Weihnachtsdorf meistens mit MK... 1 bzw. MK2 Band arbeiten, weil ich finde, es schaut einfach angenehmer aus, wenn da die Geschenke und die Weihnachtskugeln langsam durch das durch die Fabrik laufen und nicht so durchrennen. Allerdings die ganzen Vorproduktionen, da geben wir richtig Gas. So. Was passiert, wenn ich das jetzt so mache? Das könnte eventuell sogar gehen, oder? Theoretisch, ehrlich, kann ich auch einen MK1-Miner nehmen. Wir machen MK2. Kompromiss. Oh Gott. Dann machen wir einen MK3-Miner. Ich meine, hätte die 10er damals jetzt schnell herstellen können, aber... Ah, von hier oben geht's nicht, aber wenn man es von unten macht, geht's manchmal eventuell. Ja, 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 ja. Sehr gut. Brauchen wir auch nicht übertakten, das passt schon.
So krass viel Beton brauchen wir auch nicht. Schade, dass man diese Dinger nicht wegsprengen kann. Glaube ich zumindest. Oh doch, lol, hätte ich nicht so einen Umweg gehen müssen. Okay, das ist mir neu. Dann du auch noch gleich. Sehr gut. Nasser Beton, Moment mal. Wir machen jetzt hier nochmal eine Reihe hin. Also komplett hässlich machen wir es nicht. Wir brauchen, hoffentlich kann ich spawnen. Ja, tatsächlich. Das ist natürlich jetzt halt wieder... Ich sehe es schon, das ist nämlich genau falsch rum. Eigentlich wäre es jetzt gut, wenn ich sagen könnte, ich könnte die beiden Eingänge tauschen. Weil wenn das Wasser jetzt von hier kommt, muss ich mit dem Kalkstein einmal außen rum gehen. Ich könnte natürlich die Anlage da drüben hinbauen, dann würde es gehen. Aber ich will mit dem Beton hoch, dass ich oben ein kleines Lager baue. Wie dem auch sei. Nasser Beton, 120 Kalkstein, 100 Kubik, passt. Beziehungsweise hier geht der Schweberucksack. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Das ist die Mitte vom Gebäude. Es ist... Man muss echt immer die Kreuzung hinsetzen. Passt das jetzt? Ja. Genau, jetzt erkennt das auch. Kubik, das passt. Wie viel Beton kommt da raus? 80 Beton pro Minute, das ist mehr als ausreichend. Das heißt, wir müssen jetzt bloß noch schauen, dass der Kalkstein hereingeht. Und das war wieder falsch. Und übrigens, wir werden einen Haufen... Oh, das ist schief, leider. Wir werden einen Haufen Skins freischalten. Für die Förderbänder, für die Fahrzeuge, für die Drohne. Dass die ein bisschen anders ausschauen. So, Betonmarsch, das passt. Schade, dass das so schief ist. Und dann läuft das hier. Dann kann ich jetzt gleich mal sagen, dass wir damit hochgehen. Uns irgendwo da hinten das Lager hinstellen, dass wir nicht mehr so weit laufen müssen. Ja, hier so ein bisschen abseits. Sehr gut, dann halten wir das auch. Aber bevor du einen Hinterhalt machst, mache ich einen. Wunderbar. Und da drüben war auch nochmal einer. Den Boden muss ich gleich noch machen, dass das nicht so fliegt. So, haben wir jetzt unsere 100. 74 noch nicht ganz. Das dauert echt ein bisschen. Währenddessen können wir uns das unten ein bisschen ausschmücken. Die Frage ist wie. Ja, ganz einfach nur Foundation. Wir könnten das sogar mit den normalen Foundation machen. Ja. Mit der Farbe. Gut, in die Breite brauche ich noch nicht. Also in die Tiefe brauche ich noch nicht gehen. Das wird ja noch breit genug. Ja genau, dann bauen wir hier noch irgendwie den Eingang später mit Schneemännern. Und dann gibt es so Anlagen, die lassen den Schnee regnen. Dass wir da ordentlich eine Anlage haben. Gut, ich hole mal noch ein paar Geschenke. Wir müssen echt am Anfang Geschenke farmen quasi. In der Hoffnung, dass da immer 20 drin sind.
15. Ah, da hinten wäre nochmal eins. Das ist schon manchmal echt zäh. Festplatten haben wir alle übrigens. Festplatten. Mein Gott. Genau, hier mit dem Baum. 500 Beton und die 102 Beton haben wir ja bald. Dazu brauchen wir das hier alles. Die Zuckerstangen könnten wir heute tatsächlich auch noch freischalten. Das ist übrigens ein Xenobecher. In halt einem anderen Skin. Die 50 Zweige. Und wenn wir die dann haben, die Zuckerstangen, könnten wir danach die Schleifen freischalten. Und die Kugel, dann hätten wir die Zuckerstangen und die Schleifen. Und die Kugel, die werde ich dann bekommen durch den Kalender. Dann können wir die Kugeln auch noch herstellen. Ganz genau. So, Festplatte. Und irgendwann, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, relativ zeitig können wir die Geschenke automatisieren. Aber weit und breit liegt nichts rum, ist ja ekelhaft. So, einmal alles durchgeschalten, bis ich meine Waffe gefunden habe. Nice. Habe ich jetzt die 100? Ja. Die Frage ist, wo stellen wir den Baum hin? Der sollte schon ein bisschen separat stehen. Moment mal, wir holen mal Beton. Vielleicht sollte ich das Ding doch noch weiter herstellen. Ein bisschen. Obwohl das geht. Genau, ich würde sagen, wir gehen gar nicht größer von der Etage. Also höher, meine ich. Die Manufakturen und was alles noch kommt, das machen wir dann woanders. Dann setzen wir jetzt hier oben drauf den Boden. Genau, ich habe ja schon so eine grobe Idee, habe ich im Kopf. Das Problem ist tatsächlich, uns geht jetzt der Beton aus. Dann holen wir vielleicht. Vielleicht, ja doch, für den Anfang zumindest, dass wir das da hinten nochmal übertakten. Dass da ein bisschen mehr Beton geballert wird. Aber ich habe ja. Gut, ich habe einen Steg legen müssen. Ich bin mit 2000 Beton los. Hab den Steg hier legen müssen. Bin hier einmal außenrum, weil ich nicht dachte, dass man die Dinger wegspringen kann. So, wie viel kommt denn jetzt hier raus? Was soll's kommen? Wir betakten jetzt mal dich komplett. 360. Also dich hier komplett übertakten. Brauche ich gar nicht. Dann kann ich dich wieder rausnehmen. Die zweite Anlage brauche ich nicht auf. Das macht keinen Sinn. Dazu brauchen wir aber auch 250 Kubik Wasser. Ja, passt sogar. Dann ist da hinten noch ein Geschenk. Jetzt kann ich natürlich das Ding nicht freischalten, den Weihnachtsbaum nicht freischalten, weil die Festplatte drin ist. Das ist doof. Da müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. 15 Geschenke. Das sind auch nochmal welche. Plus eine Schnecke. Ist zwar bloß eine blaue Schnecke, aber immerhin. Du Kattler. 5. Hat sich ja gar nicht gelohnt. Aha, aha. Gut. Dann das hier noch und dann schauen wir mal, wie es ausschaut mit dem Beton. Sollte eigentlich jetzt einiges da sein. Oh, sowas, das müssen sie echt ändern. Schade, schade, schade. Auch wieder plus 5, lächerlich. Ja, die haben verschiedene Größen.
Das könnten auch plus 5 sein. Ja, 10 sogar. So, Moment mal, ich male das jetzt alles an. Oh, da kommt ein Geschenk geflogen, ein großes sogar, glaube ich. Dann hauen wir da mal die letzten Geschenke rein, ganz genau. So. Eigentlich würde ich gerne... Moment mal, weiß. Aber warum wird das nicht weiß? Falsche Farbe, hä? Warum hier? Nee, das ist normal. Check ich nicht. Wir machen eine neue Farbe. Komm, was soll's. Und zwar... Das Pinke. Macht das Sinn? Nee, Moment mal. Ich bin da noch nicht wirklich fit. Das Problem ist... Hier habe ich es. Farbfeld Betonkonstruktion. Wenn ich das jetzt ändere, zählt das für alle. Glaube ich, individuelles Farbfeld. Wir machen das jetzt mal so. Warum kann ich die Fensterscheiben nicht einfärben? Check ich nicht. Ich kann es doch auch so machen. Dann sind die so leicht rot. Aber warum geht das nicht mit Fabrikfarbfeld? Konstruktionen, Pipeline, Foundation. Wenn ich die aber ändere, sind alle geändert. Das will ich nicht. Also ein bisschen schaut das jetzt anders aus. Okay, dann nehmen wir die Farbe. Achso, weiß ich auch nicht. Das obere zählt anscheinend. Wir machen das so. Sorry dafür. Autosave auch noch. Und jetzt ändert sich die Farbe nicht mehr. Ich check's nicht. Aber ihr seht es, die Farbe hat sich geändert. Doch jetzt. Das ist schon weiß. Weißer wird's nicht. Kann gar nicht sein. Erzählt mir keinen Scheiß. Das testen wir. Wir nehmen die Wand. Geht doch. Dann muss ich vielleicht bei den Fenstern diese Wand nehmen. Ah, dann muss ich es nochmal wegmachen, leider. Gott sei Dank habe ich das jetzt gecheckt. Genau, jetzt sind die nämlich rot. Und wir färben die jetzt weiß ein. Ganz genau. So, Beton. Mann, Mann, Mann. Ja, guck mal. Ich überlege gerade. Ja. Wir müssen jetzt hier bei dem Weihnachtsdorf manchmal ein bisschen rum experimentieren, wie wir das alles bauen. Ich mache das hier nochmal weg. Weil ich würde gerne tatsächlich da oben drauf
eine rote Leiste setzen. Und jetzt die Foundation. Wir müssen eh warten, bis die Forschung fertig ist. Beziehungsweise eigentlich, den Baum könnten wir ja schon bauen, genau. Und dann setzen wir es auch da oben drauf gleich. Aber ich will noch ein Stück nach hinten. Und wir malen das jetzt mal schnell an, damit man es auch von unten ordentlich sieht. Weil ich will noch gerne für den Baum ein Protest bauen, dass der ein bisschen erhöht ist. Und zwar ist der... Okay. Eine Foundation. Dann würde ich sagen... vielleicht machen wir das sogar mittig, oder? Wäre nicht schlecht. Forschung ist fertig, wir schauen gleich. Und dann geht's jetzt hier runter. Und nach hinten. Nee, komm. Und hier brauche ich doch diese Eckdinger. Habe ich die noch gar nicht freigeschalten? Doch. Aber andersrum, Moment mal. Wenn nicht, mache ich das jetzt dann gleich mal. Die hier. Ja, ist ein bisschen schön bauen heute. Schön bauen. Ihr wisst schon Bescheid. Und das da unten, vielleicht lassen wir das sogar offen, dass da ein paar Förderbänder später durch können. Müssen wir mal schauen. So, auf jeden Fall klatschen wir jetzt den Baum drauf. Mal sehen, wie auch mal wieder ausschaut. Ja, jetzt am Anfang noch ziemlich traurig. Ihr seht das. Aber irgendwie kann das sein, dass sie den auch geändert haben. Dass er jetzt besser ausschaut als letztes Jahr. So, Moment mal. Forschung. Wir nehmen jetzt einfach mal den Draht. Gut. Die Zuckerstange, dafür brauchen wir 50 Zweige, die müssten wir haben. Hier müssen wir natürlich noch alles mit Lichter ausbeleuchten dann. Dass wir da unten eine richtig dicke Anlage aufbauen. Also nicht nur eine mit den Zweigen, sondern 10 oder so. Ja, vielleicht nicht unbedingt 10, aber... Genau, und jetzt bräuchten wir 10 Zuckerstangen, damit wir dann am Ende des Tages das hier freischalten können. Und währenddessen hauen wir jetzt noch eine Festplatte rein. So, Zuckerstangen, wo bekomme ich die her? Auch hier? Ganz genau, und auch durch Geschenke, 3 Geschenke sogar. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das da drin genauer an. Eins, zwei, drei, vier Anlagen. Ich würde sagen, 4 Anlagen reichen, die Zweige machen, oder? Das sind 40 Zweige. Und wir machen 50, dann ist es eine schöne Zahl. Hier ist der Eingang. Halt, das will ich freilassen, den Mitteleingang. Das heißt, wir gehen hier nochmal an die Seite weiter. Natürlich ist es ein bisschen ekelhaft in den ganzen Ausmalen, aber naja, es geht eigentlich wirklich echt zügig.
Ah, Moment mal. Doch, das geht sogar. Was dachte? War schon wieder Gehirnfurz. So, was habe ich hier? 5. Dann lassen wir den Durchgang in der Mitte frei. Und setzen 1, 2 Zuckerstangen. Brauche ich da so viele? Fragezeichen. 15 pro Minute. 10. Komm, wir machen, dass es symmetrisch ist. Zack. Dann habe ich da noch zwei Foundations am Rand Platz. So, wie machen wir das mit der Verkabelung von der Decke aus? Oder wenn ich jetzt sage, wir gehen immer direkt drüber. Könnten wir eigentlich auch mal machen. Habe ich noch nie gemacht so. Also zumindest in dem Umfang nicht. Das Einzige, wo ich das wirklich gemacht habe, permanent, ist im Zentrallager bei den Schreddern. So, dann kommst du weg. Der Vorteil ist, dann habe ich natürlich auch überall Strom. Immer. Ah, dann hätte ich den anderen machen können, aber wir machen es jetzt einfach so. Ach so, sollte ich natürlich noch alle verbinden, klar. Und die ganzen Rezepte auch noch einstellen. Ja, jetzt heißt es wieder ab Geschenkejagd eigentlich. Oh, hier habe ich was vergessen. Zweige, Zweige. Hier passt alles. Zuckerstange, Zuckerstange. Und Zuckerstange. Ich würde gerne schon gleich mal ein paar Zuckerstangen herstellen. Zweige haben wir jetzt ein paar. Aber Moment mal, bevor ich jetzt hier die Geschenke suche, da hinten sehe ich schon eins. Auch die Foundations schnell anmalen, gut. Und irgendwann, wenn die Geschenke kommen, automatisiert, gehen die hier rein. Oder von der anderen Seite dann auch noch vielleicht. Und dann machen wir hier ein dickes, großes Lager und dann kann es von hier aus dann ausschwärmen, das ganze Zeug zu den nächsten Produktionen. Wie viele Geschenke habe ich einstecken? Gar keine. Ich habe alle verschwendet. 10. Ist keine Zeit zum Kämpfen, ich muss Geschenke suchen. Das ist natürlich ein bisschen nervig, die Sucherei. Vor allem, wenn man immer bloß in dem gleichen Gebiet absucht. Wenn ich jetzt halt irgendwo anders hingehe, da kommt eins, dann ist das natürlich alles voll. Aber naja. Ich werde danach eh nochmal zurück ins Hauptlager gehen. Vielleicht nehme ich sogar tatsächlich das Hub vorübergangsweise mal mit her. Wir müssen ja jeden Tag den Kalender aufmachen. Das reicht nicht. So, da hinten noch, dann produzieren wir schon mal die Zuckerstangen.
Ja, und dann geht's morgen, glaube ich, schon sogar weiter mit den Weihnachtskugeln. Und da werden wir dann auf jeden Fall Eisen und Kupfer brauchen, glaube ich. In Kombination mit den Geschenken. Wir werden sehen. Wie schon gesagt, ich bin einen Tag hinterher. Wenn ihr das seht, ist bei euch ja schon der zweite. Vielleicht muss ich gucken, wie ich das auch irgendwie wieder aufhole. So, jetzt hauen wir mal die Zuckerstangen rein. Machen hier die Seite fertig und dann sollte es eigentlich schon fast gewesen sein. Oh, da hinten sind zwei Geschenke, die holen wir uns. Na komm. Komm. Wahrscheinlich sind es jetzt, ja, 5 und 10, sage ich jetzt einfach mal so. 5 und bin so gut. Übrigens, Leute, wenn ihr das feiert, dass wir hier jetzt mal ein Weihnachtsdorf bauen. Das wird so nicht ausschauen am Ende des Tages, nicht so eckig. Das werde ich schon ein bisschen schöner machen. Dann gerne ein Abo da lassen. Würde mich freuen, wäre eine coole Sache. Ja, dass wir dann auch ein bisschen schräg und diagonal bauen. Müssen wir mal gucken, wie wir das denn machen. Aber ich hätte mega Bock. Warum kann ich jetzt nicht? Weil hier du das setzt, gell? Komm, geh da mal weg. Ich will dich nicht töten. Ist ein kleiner Streifschuss. Schadet nie, oder? Oh, Beton geht mir aus. Hätte ich dich doch nicht anschießen müssen vielleicht. Naja. Ja, guck mal. Kann ich dann wieder eigentlich umstellen. Erstmal. Beziehungsweise ist auch total wurscht. Dann geht das auch nämlich so. Das war vorher ein ziemlicher Krampf. Man sieht es halt leider schlecht bei dem Beton. Wenn die Glasscheiben den Betonlook haben. Großes Geschenk holen. Dann müsste jetzt eigentlich bald auch die Forschung fertig sein. Inventarplätze werden mega. Gerade jetzt, wo ich so viel hin und her muss. Ja, noch schon alles ziemlich trist und karg aus, aber das wird schon, Leute, das wird schon. Na? So, wir schauen mal ganz kurz, dass ich schon mal ein bisschen vorproduziere. 40 Sekunden, okay. Also, wir brauchen dafür theoretisch bloß 10 Zuckerstangen, die haben wir jetzt gleich. Und dann bräuchte ich hier 20 Zuckerstangen und Schleifchen. Wir müssen Schleifen auch noch machen. Das schaffen wir heute nicht mehr. Das schaffen wir heute echt nicht mehr. So, ich hole schon die beiden Geschenke, bis die Forschung fertig ist. Es geht dann, ja, ich will nicht sagen, irgendwann wieder schneller. Die ganze Geschenke-Farmerei nimmt halt schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Ich hau jetzt mal die Geschenke, die ich jetzt habe, in die Zuckerstangenanlage rein. Dann nehme ich mir die Zuckerstangen mit. Ist das jetzt schon eine Waffe? Ne, noch nicht. Was soll's? Genau, starten wir. Und jetzt wird es damit weitergehen. Aber Moment mal, ich will mal ganz kurz was gucken. Nee. Hier. Wo ist eigentlich. Hier, der Zuckerstangenbecher. Hier ist er.
Geschenke, 25 Zuckerstangen und 2 Xenozepper. Ist quasi diese Waffe hier als Zuckerstange. Auch nicht schlecht. Werden wir uns bestimmt machen. Jetzt wollte ich noch irgendwas. Habe ich wieder vergessen. 2 Gehirnzellen und so. Achso, wir schauen nochmal ganz kurz wegen den Geschenken. Nicht Geschenken wegen den Schleifen. Hier, und die brauchen 10 Geschenke. Ihr seid doch nicht mehr ganz sauber. Für 5 Schleifchen. Wie viele Schleifchen brauche ich? Weg damit. Okay. Heftig. Aber wir können jetzt auch hier Zuckerstangen aufstellen zur Deko. Und das werden wir überall machen. So, beim Eingang ein bisschen. Ja, ganz genau. Gut, Leute. Das war der Anfang von der Weihnachtswerkstatt, wenn man so will. Warum musst du da drin wieder rumeiern? Das gibt's doch gar nicht. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.